Luke Jochimsen soll Präsidentin der Bundesrepublik Deutschland werden. Das haben wir gestern so in der Bundestagsfraktion beschlossen und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Luke Jochimsen ist eine Frau, die sehr angesehen ist und die die Würde des Amtes in jedem Fall vertreten könnte. Sie ist eine Frau mit einer unglaublichen Lebenserfahrung, eine ausgewiesene Antifaschistin und sie ist auch eine Sozialpolitikerin. Luke macht sich vor allen Dingen dafür stark, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien Zugang zu Bildung und Zugang zu Kultur bekommen. Luke steht für Frieden, so wie kein anderer Kandidaten das bisher tut. Und insofern ist Luke eine gute Wahl. Wir werden sie im ersten Wahlgang ganz klar unterstützen und das ist auch richtig so. Viele diskutieren darüber, was die Linke in einem zweiten oder dritten Wahlgang dann tun sollte, müsste oder wird. Ich kann dazu nur sagen, wir haben eine Kandidatin für den ersten Wahlgang und für alle weiteren auch. Ob es überhaupt einen zweiten Wahlgang geben wird, das halte ich für fraglich, denn wer glaubt denn wirklich, dass die FDP bereit ist, ihre Beteiligung an der Bundesregierung aufs Spiel zu setzen, nur um Christian Wulff zu verhindern? Christian Wulff ist für die Linke unwählbar. Er steht für Schwarz-Gelb, er steht für dieses Sparpaket, das die Regierung gerade auf den Tisch gepackt hat und behauptet, das sei sozial ausgewogen. So ein Mann kann die Linke nicht wählen. Und Joachim Gauck, der spricht nur über Vergangenheit, der spricht über Aufarbeitung, aber er spricht nicht über das, was heute passiert. Er sagt nichts zum Krieg in Afghanistan, er sagt nichts zu diesem Sparpaket. Und er spricht auch nicht darüber, wie der Staat und wie das Unternehmen heute die Menschen bespitzeln. Und das reicht definitiv nicht, um Präsident der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Deswegen kann ich nur sagen, wir sollten über den ersten Wahlgang reden. Wir haben mit Luke Jochimsen eine sehr geeignete Kandidatin, darüber freue ich mich. Und alles andere ist im Reich der Spekulation.